Aber ich glaube, ich werde mir das ganze Spiel über immer wieder sagen, oh, es explodiert einfach alles. Yeah, egal auf was ich schieße. Ah ja, da krieg ich mal verschnitt. Immer noch ein. Ja, wir können die beladen. Richtig. Und dann kommt der und hilft uns. Ah, ja. Verstärkung. Ey, Moment, dann habe ich ja. Also, dann habe ich bis Mission 4 gespielt gehabt. Ja. Ja, ich glaube. Irgendwie so. Ich habe wieder keine Ahnung, was ich gerade erzähle, aber egal. Interessiert eh keinen. Puh. Wenn ich was Interessantes erzählen würde. Ich weiß nicht mal, was Interessantes. Was könnte ich Interessantes erzählen? Gar nichts. Ich weiß nichts, hab keine Ahnung. Ich spiele einfach weiter. Und. Warum sind das alles so winzige Maps? Das sind ja die epischen Schlachten mit 100 Milliarden Einheiten. Was? Mit was schießt der auf uns? Oh, die sind ja unlustig. Oh, was ist das? Was ist eingetroffen? Oh, der LKW ist da. Ja, der LKW. Genau. Ein fliegender LKW. Nein, nein, da runter. Ich will, dass ihr da runterfahrt, Was ist denn schon so schlecht? Oh, ich glaub's ja nicht. Fahren sie schräg an den Berg hier. Oh, ey. Zwei. Ihr repariert jetzt mal den da. Komm, komm, komm. Die Wegfindung ist schrecklich. Brauche ich noch mehr Einheiten? Brauche ich noch mehr? Gute Frage, gute Frage. Ich werde es mal mit den Einheiten versuchen. Ach, so, sind das jetzt alle? Ja, das sind jetzt 18 Einheiten, die kämpfen können. Komm, weg da, weg. Sollte reichen, ja, doch. Vielleicht, möglicherweise. Speichern wir es hier selber nochmal. Oh, mein Lüfter fängt an zu lüften. Mein Rechner ist scheinbar auch zu warm. Ganz toll. So, jetzt quetschen wir uns mal mit unseren ganzen Einheiten durch diesen engen Pass. Oh. Eintreffende Übertragung. Okay. Scavenger-Basis entdeckt. Commander, bergen Sie alle Artefakte, die sich im Besitz der dort ansässigen Scavenger befinden. Okay. Wenn es weiter nichts ist, mach ich einfach alles platt und gut ist. Lalala, wie immer, die Dörfer zerstören und irgendwelche scheiß Zivilisten mit Waffen abknallen. Ja, das passiert eben, wenn man sie uns in den Weg stellt. Und was ist das? Was ist das? So, das ist ein Raketenwerfer. Ah, ich glaube, das ist ein Raketenwerfer. Kennt man ein bisschen schlecht, wie ich finde. Oh, die Basis, ich sind. Nein, das ist eine der Basen. Oh, die haben mehrere Basen, aber oh, das ist ja unmein. Oh ja, vielleicht hätte ich doch. Ach, fahrt mal daher und ihr fahrt. Nein! Vater weg! Vater weg! Nein! Scheiße! Jetzt habe ich nur noch eine Reparatureinheit, so eine verkackte Scheißdreck. Hopp, fahrt mal da! Mensch! Kackwegfindung kotzt mich an! Oh ja, fahrt voll in die Basis! Na, ihr habt schon recht! Was schießen die da jetzt gerade? Entweder es greift gar keiner an oder sie fahren alle voll nahe und. Oh, ich und die Wegfindung wären keine Freunde. Nein, definitiv nicht. Oh, fahrt halt nicht irgendwo in die Bamba. Oh, so zum Kotzen die Wegsteuerung. Wegsteuerung. Na komm, komm. Oh, wir können irgendwas erforschen. Also ich. Oh,
Okay, Kampf ist vorbei. Was blinkt denn da die ganze Zeit? Aktuell. Eintreffende Übertragung. Das haben wir schon gesehen, oder? Scavenger-Basis entdeckt. Ja. Commander, oder? Sie alle ja, gut. Forschung, was kann man da forschen? Halbkettenantrieb. Ist der gut? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ist der Anfang, also ist er scheiße. Ganz klar, alles was am Anfang kommt, ist scheiße. Aber egal, wir brauchen ihn für spätere Forschungen. Denn die Forschungen bauen stellenweise aufeinander auf und wenn da einem dann irgendwas fehlt, kann man das Bessere nicht erforschen und hat die Arschkarte gezogen. So, speichern. Speichern. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Gute Frage, gute Frage, nächste Frage. Oh, 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 oh. Hütten zum Kaputtschießen. Oh ja. Macht voll den fetten Sound, das fette Maschinengewehr, das höre ich gerade. War da drüben noch was? Komm, mach wen. Schneller. Sind wir ja nächsten Monat noch nicht fertig. Nichts mehr zum Kaputtschießen. Nein, schade. Also fahren wir da lang. Lololo. Komm, gib mal ein Gas. Das Gaspedal ist das rechte. Und zieh, oder macht mal die Handbremse los oder was auch immer. Legt einen Gang ein. Hört auf zu rollen. Fahrt endlich. Oh, oh, oh. Herabsetzen, herabsetzen. Zwei halten wir jetzt wegen näher an den Einheiten. Können wir noch was? Nein, wir können nicht sofort. Vielleicht können neue Sachen bauen. Was macht das für einen Unterschied, Rumpf? Hey, ich bin noch nicht fertig mit meinem Räder, ne? Ah, ihr mich auch, okay. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Hm, ist nicht mehr so schnell und wiegt mehr. Hm, brauchen wir Energie. Aber hat mehr Rumpfpunkte. Hm. Nee, ich glaube, ich bleibe erst nochmal bei Rädern. Räder sind rund und schwarz. Wenn sie eckig sind, macht euch Sorgen um euer Auto. Denn da stimmt irgendwas nicht. Was auch immer. Vielleicht habt ihr auch einfach nur irgendwelche Plastikkästen statt Rädern aufgezogen. Ja. Mann, war der lustig. Ja, jetzt dürfen alle einmal lachen. Über meinen lustigen Witz. Den ich selbst nicht mal verstehe. Egal. Wir machen einfach weiter. Vorhin noch mehr Schmanzeln. Und ein Auto, das fliegt in die Luft. Yeah. Was haben die alle geladen, du? Voller Benzin, ne? Ja, das ist ein amerikanisches Auto, glaube ich, ne? Ja, die schlucken so viel, haben sie auch große Tanks und viel Benzin drin. Macht Sinn. Und wir fahren da mal drauf. Denn dann können wir runtergucken. Yeah, wir können runtergucken, wenn wir oben sind. Oh, vielleicht können wir auch runterschießen. Können wir runterschießen? Oh ja, wir können runterschießen. Oh. Können wir das da kaputt schießen? Können wir es kaputt schießen? Ja, wir können es kaputt schießen. Ah, göttlich. Naja. Wir können auf jeden Fall drauf schießen, sagen wir es mal so, ne? Und zwar ziehen wir mal besser hinterher, sonst wird es wieder zerschossen. Dann habe ich gar keine mehr. Und apropos, wir müssen noch einen Reparaturarm an neuen bauen. Ich krieg gleich eine bessere Version davon. Kenne ich doch schon. Forschungslabor. In Command & Conquer müsste man das jetzt einnehmen, aber das ist nicht Command & Conquer. Deswegen dürfen wir jetzt einfach die Luft sprengen und kriegen trotzdem die Technologie. Oh, Mörser. Jetzt kommen langsam die größeren Kinder an. Yeah. Ne, da oben ist jetzt nichts mehr. Hoffe ich einfach mal. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wenn nicht, wir haben noch Zeit. Wir können noch nachschauen. Also fahren wir mal da unten längs. Und einen Raketenwerfer. Den jagen wir gleich mal in die Luft. Oh, oh, oh. Und Türme. Türme, egal. Ha, gut, dass ich hinten rumkommen bin. Was ist los? Ja, ja, ich feiere schon zur Landezone. Mensch, ihr stört mich. Wenn die Einheit noch irgendwie fördert, sehr schöne Sache, sehr schön. Kommt noch Artefakt irgendwie so? Vielleicht da hinten noch eine Basis ist? Da ist noch Einheiten, da könnte... Ah, da ist noch was, ne? Oh ja, da gibt's doch ein Artefakt, oder? Ja, komm. Wo eine Basis ist, da gibt's doch Artefakte, ist doch ganz logisch. So viel Kapitel weiß ich noch.
Status ausgelöscht. Kein Artefakt? Rückkehr zur Landung. Habe ich vielleicht mitbekommen? Nein. Die geben mir kein Artefakt. Mama. Ich will ein Artefakt haben. Gib mir ein Artefakt. Gib mir eins kaufen. Menno. Das sind Rassisten. Scheiß Rassisten da.